Das Hartz-IV-System, das hat ja irgendwie noch nie einen besonders guten Ruf gehabt. Geht es nach der SPD, soll Hartz-IV schon bald durch ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen ersetzt werden. Ein Vorschlag, der auf politischer Ebene heftig diskutiert wird, natürlich auch in Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig ist immer wieder von einem bedingungslosen Grundeinkommen die Rede. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesen beiden Begriffen? Und was würde ein solches Grundeinkommen für Betroffene überhaupt bedeuten? Lucrezia Gata und Pia Rieland. Ich habe mich beworben wie wild. Trotzdem gab es dann diese Schikanen. Das ist schwer zu ertragen. Also Hartz IV, so wie es gehandhabt wird, so wie ich es kennengelernt habe, ist schlicht und einfach ein Verbrechen. Ellen Eigemeier aus Mainz kennt sich aus mit Hartz IV. 4 Jahre lang lebt sie von rund 400 Euro. Obwohl sie studiert hat, im Ausland gearbeitet und sogar einen Doktor in Geografie gemacht hat. Doch nach der Doktorarbeit findet sie keinen Job. Sie will sich neu orientieren, bemüht sich um eine Umschulung zur Computerprogrammiererin. Doch sie fühlt sich mit Hartz IV regelrecht ausgebremst. Oh, da müssen wir jetzt erst den Amtsarzt mit einbeziehen, ob sie das überhaupt machen können. Und das hat natürlich nur eine riesenlange Wartezeit gehabt. Die Möglichkeit der Schulung war damit sowieso schon mal abgehakt. Immer wieder hört sie, mit über 40 sei sie nicht mehr vermittelbar. Sie bekommt Depressionen. Auch finanziell geht es steil bergab. Alle Ausgaben natürlich erstmal komplett Vollbremse. Lebensmittel, Vollbremse. Ja, ich habe es wahnsinnig zu schätzen gewusst, dass Netto und ich glaube Tegut auch zwischendurch mal Angebote hatte, 10 Kilo Kartoffel für 2 Euro. Aber da bin ich sofort gewesen. Das hat eine ganze Weile meine Ernährung erstmal gut unterstützt. Ja. Ein Schicksal, das sie mit vielen Menschen teilt. Hartz IV bekommen derzeit 5 Millionen Menschen, ca. 240.000 davon in Rheinland-Pfalz. Das heißt monatlich 416 Euro plus ein Zuschuss fürs Wohnen. Hartz IV könnte durch ein solidarisches Grundeinkommen ersetzt werden. Das schlägt zumindest die SPD vor, allen voran Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterstützt ihn. In einem Zeitungsinterview sagt sie: Ich finde, dass diese Debatte lohnt. Wir sollten diesen Gedanken des regierenden Bürgermeisters aufnehmen, ernst nehmen und ihn weiterdenken. Am Ende eines solchen Prozesses könnte das Ende von Hartz IV stehen. Solidarisches Grundeinkommen. Was meint die SPD damit? Es könnte ein Angebot für alle Langzeitarbeitslosen sein. Für ein monatliches Gehalt von 1.500 Euro sollen sie gemeinnützige Arbeit leisten, zum Beispiel als Hausmeister oder Haushaltshilfe für Senioren. Julia Klöckner, rheinland-pfälzische Landeschefin der CDU, hält wenig von dieser Idee. Wer ein solidarisches Grundeinkommen auf der Höhe eines Vielfachen des Hartz-IV-Satzes vorschlägt, der muss natürlich auch erklären, wer das alles zahlt und warum Arbeit aufzunehmen dann attraktiver sein soll, als sie nicht aufzunehmen. Was halten Experten von der Idee? Das fragen wir Professor Achim Wambach, Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Er gibt zu bedenken: Also wenn man sagt, wir machen jetzt die Aufgaben, die sonst ein Hausmeisterdienst macht, die sonst die Gärtnerei macht, dann wäre es ein echtes Problem und da muss man auch sehr drauf achten. Wir empfehlen auch, dass man diese Programme, was auch im Arbeitsmarkt gemacht wird, evaluiert. Und zwar nicht nur hinsichtlich, was für Wirkung hat es auf die Langzeitarbeitslosen, sondern auch, was für Wirkung hat es auf den Arbeitsmarkt. Auch Ellen Eigemeier, selbst 4 Jahre lang in Hartz IV, hält nicht viel vom solidarischen Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen hingegen findet sie sinnvoll. Das ist der zweite Vorschlag, der zurzeit politisch diskutiert wird. Es sieht vor, dass alle Bürger einen festen Betrag vom Staat als Grundeinkommen erhalten. Andere Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld oder Kindergeld würden wegfallen. Auch Hartz IV gäbe es so nicht mehr. Man kriegt ja auch Hartz IV erst, wenn man wirklich nichts mehr hat. Das heißt also auch seine private Altersvorsorge aufgelöst hat. Ja, das sind ja diese ganzen Sachen. Man ist ja, wenn man einmal in Hartz IV gefallen ist, ist man zwangsweise altersarm. Und da wird einen das bedingungslose Grundgehalt natürlich komplett vor schützen. Der Verein Mein Grundeinkommen in Berlin testet die Idee schon heute in der Praxis, finanziert über Spenden. Das Los entscheidet, wer ein Jahr lang monatlich 1.000 Euro bekommt und damit machen kann, was er will. Vor gut einem Jahr gehörte der kleine Noé zu den Gewinnern. Ein riesiger Glücksfall, denn seine Mutter Valerie Rupp hatte gerade erst ihr Studium abgeschlossen. Finanziell stand die Familie vor dem Nichts. Wir hatten keine Ahnung,
was wir eigentlich machen sollten. Und es war irgendwie wie vom Himmel geschickt. Das gespendete Grundeinkommen war die perfekte Starthilfe. Valerie hat sich in dieser Zeit als Einrichtungsberaterin selbstständig gemacht. Heute steht die Familie auf eigenen Füßen. Ich merke, dass diese Sicherheit, dass Geld da ist, eine unglaubliche Erleichterung ist. Und erst da kann man auch kreativ sein und Ideen umsetzen. Und dann trotzdem stellt sich die Frage, bedingungslos Geld vom Staat bekommen, ist das sinnvoll für den Arbeitsmarkt? Eine Kritik, die geäußert wird, ist, dass der Staat die Aufgabe hat, für Arbeitsplätze zu sorgen. Und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen kauft er sich sozusagen frei. Also dann gebe ich den Leuten Geld und sage, jetzt ist aber Ruhe, ihr habt doch Geld, ja, und nicht mehr die Arbeitsplätze. Einen neuen Arbeitsplatz hat Ellen Eigemeier nach 5 Jahren endlich gefunden, als IT-Beraterin. Sie glaubt, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre ihr Weg nicht so steinig gewesen. Fazit: Es ist sicherlich sinnvoll, Hartz IV grundsätzlich zu überdenken. Eine ideale Lösung liegt aber noch nicht auf dem Tisch. Na, an mir ist offenbar keine besonders gute Handwerkerin verloren gegangen. Und ehrlich gesagt, wenn bei uns im Haus was gemacht werden muss, dann rufe ich immer die Profis. Aber das ist gar nicht so einfach, dann jemanden zu finden, sogar im Notfall nicht. Und wenn, dann wird's ziemlich teuer. Es gibt zu wenig Handwerker im Land. Das merken wir inzwischen alle. Was tun? Unser Thema.